Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Diesmal Spyro the Dragon, die Trilogie. Ihr wundert euch bestimmt, dass ich jetzt keine Kamera oder so anhabe. Ich nehme das jetzt mit der Avamedia auf, in 4K. Wenn HDR verfügbar ist, wird das auch gleich dazu geschalten. Wenn nicht, dann nicht. Ich mache das jetzt, weil ich gemerkt habe, wenn ich mit Kamera, mit der Avamedia aufnehme, halt die Qualität ein bisschen drunter leidet. Und ich werde jetzt auch dieses Video, was ich jetzt für euch aufnehme, nicht schneiden, rendern, Intro, Outro, wird alles nicht stattfinden. Reines, ungeschnitten Gameplay-Material werdet ihr jetzt hier sehen. Ich werde da nichts verbessern, verschlechtern oder irgendwas dergleichen, damit ihr da einen Eindruck habt, wie es aussieht. Ja, ich finde schön, dass wieder so eine Spiele kommen. Ich habe Spyro damals geliebt, auf der PS1 noch. Und ich finde es echt toll, dass Crash Bandicoot kam davor schon und so. Nächstes Jahr kommt Medieval, dass sie so eine Klassiker wirklich nochmal neu aufleben lassen. Für die Leute, die vielleicht nicht gespielt haben oder Fans der Reihe sind und es einfach nochmal spielen wollen auf einer neuen Konsole mit ein bisschen geilerer Grafik. Ich persönlich würde mir jetzt aber noch wünschen, die Legacy of Kane-Reihe. Nicht das mit Raziel, nee, das war auch gut, aber mit Kane. Richtig, mit dem Vampir Kane. Auch noch das PS1-Spiel, wo mit dieser von oben drauf Guck-Optik ist und so. Das würde mir riesig gefallen, wenn man da noch was hinkriegen könnte, dass es dann eventuell das auch noch kommen würde. Aber wir fangen jetzt erstmal an. Ich musste am Anfang noch so einen Lizenzvertrag unterstützen, bestätigen. Habe ich gesagt, jo. Und hier sehen wir jetzt praktisch Spyro the Dragon. Das ist halt das erste, dann ist halt das der zweite. Da habe ich mir nie die Namen gemerkt. Ich habe auch ein Design dazu und so. Das werde ich vielleicht nochmal ein separates Video machen. Wir fangen mal einfach mit 1 an. Ist auch echt süß gemacht. Also das könnt ihr auch Kinder spielen lassen. Und da braucht ihr null Angst haben, dass irgendwelche Blut fließt. Irgendwelche bösen Wörter fallen oder irgendwas dergleichen. Da kann ich euch beruhigen. Okay, läuft. Oh, ewig war es friedlich in den 5 Welten. Oder sind es 6? Ein Drachenleben lang. Wir haben 12.000 Schätze. Oder sind es 14.000? Was ist mit diesem Gnasty-Gnork-Typen? Also, ich hab gehört, dass er mit einem Zauber Edelsteine in Krieger verwandelt. Da kann ich antworten. Gnasty-Gnork ist einfach gestrickt. Einfach? Er ist gefangen in einer fernen Welt und keine Gefahr für das Drachenreich. Keine Gefahr? Zudem ist er hässlich. Hässlich? Jetzt reicht es. Da habe ich wohl einiges zu tun. Ja, so waren damals die Anfänge von den Spielen. Nicht großartig quatschen. Einfach drauf los. So ein bisschen anfangen und dann wart. Und das meiste wurde dann halt im Spiel. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Befreie 10 Drachen in der Artisanenwelt und gehe dann zum Ballonfahrer. Er bringt dich in die nächste Welt. Was ist mit Nasty Nork? Den schnapp ich mir. Finde zuerst die Drachen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Okay. Ah. Ich kann nicht mehr die Steuerung, ey. Und wie ihr seht, Edelsteine und Sammeln. Das ist wieder. So typisch, hey, wie die Spyro, alten Spiele. Drück zweimal Sprung, um zu gleiten und hab keine Angst. Angst? Ah, okay. Wovor? Von hohen Berggipfeln zu stürzen? In urzeitliche Gletscher zu fallen? Ach. Das. Willst du Kopfhörer haben, Marty? Ja.
Kamera ist ziemlich leichtführig. Das ist man ja nicht mehr gewöhnt. Na komm. Ich wusste ja nicht. Ich kann mich ja nicht mehr daran erinnern, dass man bei Spyro the Dragon die Kamera einstellen konnte. So lange ist es her. Okay, hier wollen wir nicht hin, oder? Nee, hier wollen wir nicht hin. Wir sollen ja noch. Oh, scheiße. Na toll. Bin daneben geglitten. Bin abgeglitten. Jetzt habe ich vergessen, zweimal zu drücken. Boah, da kommen aber alte Kindheitserinnerungen durch. Ah, ich bin zu weit. Toll. Mist. Aber ihr müsst schon sagen, er ist echt süß gemacht, oder? Ah, fuck. Scheiße, Entschuldigung. Führt Schimpfwort, wollte ich nicht. Heute ist ja der McKinsey recht hier. Ich habe doch. Achso. Ich muss dann abbrechen machen, okay. Ah. Gut. Viereck muss ich drücken. Ah, scheiße! Edelstein. Ja, damals wollte man unbedingt alle haben. Hi, Spyro. Hallo. Achso, wir können eine Drachenwiederholung machen. Hey, Spyro. Drück ja, gut, das wissen wir ja mittlerweile. Das ist ja süß. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre das her ist. Mit Spyro the Dragon. Und Terry Wolf, ja. Oh. Nackig. War doch noch eins da. Gut. Ah, hier ist auch noch durch. Schalten beenden. Ach so, da kann ich mich umsehen, okay. Kann ich mich ja nicht mehr daran erinnern, oder? Dass die Steuerung. Coole Sache. Mach das nochmal. Der Artisanenboss ist hinter einem Portal im Drachenmaul. Aber du bist noch nicht so weit, Spyro. Okay. Du musst erst ein anderes Artisanenland abschließen. Okay, ich muss erst was anderes abschließen. Yes. Ihr kennt es ja von Sonic. The Hedgehog. Ringe sammeln. Hier sind halt Diamanten. Ah, schon wieder welche da. Komm her. Kiste. So, wir gucken erstmal, was hier noch so alles ist. Wo ist Nasty Nog? Ich mach ihn fertig. Ruhig, Blut Spyro. Du hast erstmal noch viel zu lernen. Weißt du, was die Libelle macht, die dir folgt? Nee. Sie heißt Sparks. Sparks hilft dir und beschützt dich. Behalte ihn im Auge, dann siehst du, was ich meine. Okay.
Oh, warte, ist nicht gut für mich, oder was? Ist irgendwo. Nee. Okay. Wasser tötet mich. Ich dachte, Drachen können schwimmen. Das weiß ich alles gar nicht mehr, ey. Das ist bestimmt, ey, das ist über 20 Jahre her. Ich weiß nicht, ich muss nachher mal gucken, wann das erste rauskam. Ja, komm mal her. Alle doch kindgerecht erklärt hier. Kommen wir nicht durch. Oh, scheiße. Komm mal hier. Aber hier geht es auch noch rum. Ist hier noch was versteckt? Nee. Geht's runter? Was ist denn da unten? Gelingt, 10 Drachen zu retten, dann darfst du mit diesem Ballon in eine neue Welt fliegen. Okay. Okay, komm wieder zu mir, wenn du 10 Drachen... Ich weiß gar nicht, wie viele Drachen ich jetzt schon gerettet habe. Manche Sachen, denke ich mal, komme ich so noch nicht ran, weil ich einfach noch zu unerfahren bin. Das wird ja, also der Spyro wird ja wieder, wenn ich mich recht erinnere, ich weiß aber nicht genau, ob es stimmt, also, so ist es in meiner Erinnerung, wird der Spyro ja dann noch größer. Also jede Welt hat verschiedene Abschnitte und ja. Ich baue jetzt den Drachen halt, dass ich dann in die nächste komme. Aber süß gemacht ist das auf jeden Fall. Das ist noch ein Drache. Spyro, soll ich dir was verraten? Mit Aktion kannst du heranzoomen und dich umsehen. Oh, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Drache Nummer 5. Und den Schlüssel haben wir auch gekriegt. Nur gucken, wie wir jetzt hier wieder hochkommen.
jetzt aber. Weil klettern kann er ja noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob er irgendwann kann. Ist über 20 Jahre her, dass ich das Spiel gespielt habe. Oder? Große Gegner wie diesen Nord mit Keule kannst du nicht stürmen. Aber eine schnelle Flamme sollte sie besiegen. Also meine Frau hat gerade gegoogelt. Netterweise. Und die hat gesagt, das kam vor 20 Jahren raus. Nach Hause? Nee, nach Hause wollen wir nicht. Jahre, ey. Krasse Scheiße. Das ist ja ein schön lange her, Vase. Weich ist die Steuerung. Ich bin eher so die härtere Steuerung gewöhnt jetzt. Und hier ist einmal ganz kurz drauf getippt, zack. Dreht er sich um. Ach, du bist es. Ich wusste nicht, ob du den nervigen kleinen Wesen entkommen würdest. Mich stören sie zwar nicht, aber ich habe einen Tipp. Ihre Metallrüstung ist feuerfest, hält aber keinem Sturmangriff stand. Also, Sturmangriff. Hätte ich mal vorher machen sollen. Nichts mehr. Zwei Drachen haben wir gerettet. Ah, entfache ein Feuer. Gut. Ich habe eine Trophäe. Damals gab es ja sowas nicht wie Trophäen. Die kam ja erst in der PS3-Zeit, aber auch nicht von Anfang an. Assassin's Creed 1 zum Beispiel hat auch keine Trophäen. Deswegen machen sie das wahrscheinlich nicht als Remastered, weil da müssten sie Trophäen drin machen. Und das ist wahrscheinlich ein bisschen was schwerer oder so. Ich habe keine Ahnung. Und Schatzi, findest du das süß, oder? So, 7 Drachen haben wir jetzt. Mal gucken. Da ist noch ein Portal. Also 3 brauchen wir noch. Dann haben wir die Drachen befreit.
ich habe auch jetzt immer mal kurz... Ach du Scheiße, so viele gab es davon. Ich habe jetzt gerade mal Wikipedia aufgemacht. Also, Spyro the Dragon, PlayStation, kam 1998 raus. Spyro 2, Whips to Rage oder so, kam 1999 raus. 2000 kam Spyro the Dragon, Years of the Dragon, also Jahre des Drachen oder so, auch PS1. Dann gab es für den Game Boy Advanced ein Spiel. Dann kam Spyro Enter the Dragonfly oder so. Was? Ich kann das so lesen, mein Bildschirm ist so klein. Dragonfly für PS2 und Nintendo GameCube. Dann kam wieder Game Boy Advanced. Dann nochmal Game Boy Advanced. PlayStation 2 und Xbox kamen dann noch. Spyro A Hero Tale hieß das da. Dann Game Boy Advanced, Game Boy DS. Dann kamen nochmal drei Spiele für die PS2. New Beginning, Eternal Night, Dawn of the Dragon. Dann kam eins für die PS3, wie Nintendo DS, Xbox 360, Mac OS und Windows. Spyro's Adventures. Dann Spyro... Nee, das ist ja Skylanders. Das ist Skylanders. Also Spyro ist bis 2005. Und dann die letzten drei PlayStation 2 Spiele hießen The Legend of Spyro. Aber nur Spyro halt bis 2005. Ist schon krass, wie lange das jetzt her ist, ey. Ich hab ihn weggerammt. Oh. Müssten wir das Tutorial bald hinter uns haben. Spyro, mein Freund, brauchst du einen Tipp zum Gleiten? Jo. Na klar. Du gleitest länger, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst. Drück mitten im Flug Aktion, um herabzuschweben. Weiter. Auch nicht. Ah, da ist eine Kiste. Das war auch bei alten Spielen öfters mal, dass Gegenstände so in den Randbereichen versteckt waren oder bei, was war denn das?
bei manchen Spielen, ich weiß ja nicht mehr, welchen das war, dass man einfach nur zurückgehen musste. Das heißt, man hat ein Level gestartet und muss halt nicht geradeaus gehen, da wo das Level eigentlich ist. Nein, man musste einfach mal so ein bisschen zurückgehen und dann hat man da noch eine Kiste gefunden oder irgendwas dergleichen. Ach, gucke an. Oh, hier ist auch ein Drache. Nach Hause, ne? Nach Hause wollen wir aber noch nicht. Wenn du alle Drachen befreit hast, geht es durch dieses schicke Strudel... Dingsbums, zurück zur Heimat der Artisanen. Aber erst muss ich dir was erzählen. Nein, danke. Tschüss. Wir sind ein bisschen verkehrt herum, Marian. Ich will's aber nochmal. Komm. Hi, Spyro. Wenn du alle Drachen befreit hast, geht es durch dieses schicke Strudel... Dingsbums, zurück zur Heimat der Artisanen. Aber erst muss ich dir was erzählen. Nein, danke. Tschüsschen. So wurde das so gewollt. Ich dachte, ich hab's aus Versehen abgebrochen. Ah. Also einer muss hier noch sein. In den anderen Welten haben wir alle Drachen befreit. Ist nur noch einer. Hier waren wir da, oder? Gucken wir mal nach. Wer quatscht denn hier die ganze Zeit? Hier waren wir. Ist doch was. Ist doch was. Wird ja auch leiser, wenn ich da wegrenne. Achso, hier war der, hier waren wir. Ah, da ist der letzte. Wenn du Drachen rettest oder auf Plattformen trittst, wird dein Fortschritt gespeichert. Das ist praktisch, falls du mal Ärger kriegst, was dir natürlich nie passieren würde, Spyro. Okay.
Doch, da ist was. Nicht im Tunnel, sondern obendrauf. Ah, Zeichen erwischt. Ein Ei. Gut. Boah. Dann haben wir das Tutorial jetzt gemacht. Jetzt wollen wir aber natürlich auch noch in die andere Welt. Müssen wir gerade mal gucken, wo war das jetzt lang? Das war da lang. Hast du eifrig Drachen gerettet, Spyro? Wenn du magst, kannst du in die Welt der Friedensstifter reisen. Bist du bereit zum Abflug? Bumm. Die Trophäe heißt Bumm. Aber wenn man es bei so alten Spielen hinkriegt, warum macht Ubisoft das nicht mit Assassin's Creed? Warum gibt es so wenig von den alten Spielen? Warum nicht Legacy of Kain auch mal machen? Das wäre doch was. Es gibt bestimmt Haufen Spiele von PS1 und PS2, was sich einige Leute wieder wünschen würden, mit einer besseren Grafik. Ach, da ist er schon wieder, jener Drache. Willkommen bei den Friedensstiftern. Unser Schatz wurde geklaut und wird gegen uns verwendet. Bitte, hol unseren Schatz zurück, Spyro. Den Schatz zurückholen, alles klar.
Oh, oh. Spyro, Sparks die Libelle hat dich bisher gut beschützt. Halte ihn bei Kräften, indem du ihn viele Schmetterlinge fressen lässt. Drache, okay. Gehen wir erstmal hier runter und gucken, was da ist. Ach, das sind es. Eisenhöhlen. Wie komme ich da jetzt hin? Vielleicht muss ich auch nur die lila eine Flüssigkeit abpumpen lassen irgendwie. So komme ich da nicht hin.
Da komme ich nicht rüber. Aber wir können dann vielleicht erstmal die anderen Welten machen. Dr. Schemp hält sich für obercool. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es ist, ihm laufen zuzuhören. Aber er sollte besser aufpassen. Na toll. Ach so, da kommen wir so gar nicht hin. Wir müssen den besiegen, damit er die Treppe ausrollt. Dreht sich immer. Okay. Wenn er sich immer dreht, der Katz, dann muss er kurz weg und dann ran und Feuer spucken. Ich hätte eigentlich da früher auch hingekriegt. Also ich muss auch sagen, früher waren die Spiele schwerer als heute. Abgerutscht. Thank you.
würde ich aber sagen, ich gucke erstmal, dass ich die gesundheitlich ein bisschen besser dastehe. So. Wo kann ich hier springen? Hi, Spyro. So, ich muss das so hier machen, sonst komme ich nicht weiter. Ganz toll. Aber ich hab's gar nicht so schwer jetzt in Erinnerung. Da war nur Springen, ein bisschen Feuer und so. Ich habe versucht, von hinten rumzukommen, aber das ist ja nicht so leicht. Hier ist noch leicht. So, warte mal hier. Eine Kugel. Und für was sind die Kugeln da? Gleich am Anfang Feuer spucken, dann geht das. Bin ich jetzt so blöd hier bei dem? Sie kann doch nicht sein. Ich hab. Wo ich jünger war, habe ich das durchgespielt. Ich hab doch geguckt dann auch. Da ist er. Boom. Beim ersten kommt er auf dich zugestürmt. Seite und Masken platt. Und dann macht er das. Noch mal ran und er macht
das. Ich muss dann, glaube ich, nach links oder rechts. Ich muss mir das nochmal angucken. Ich glaube, ich hab's jetzt raus. Na komm. Den mache ich so platt. So. Und ran und dann dreht er sich. Nochmal ran. Ran. Nochmal ran. Dreht sich dann ja weg. Also brauche ich irgendwie nur ran. Ah, da war ich zu lahm. Ran. Jetzt haben wir ihn. Weil der lacht, wenn wir den nicht platt kriegen, Mensch. Nach Hause wollen wir nicht. Oh. Scheiße! Ich hoffe, das ist gespeichert. Ich will die nicht schon wieder besiegen müssen. Oh, doch. Ist nicht gespeichert. Okay, also nochmal. So, die zählen so die ganze Zeit die Kugeln, die ich kriege. Fähigkeitspunkt erhalten, aha. Und was ist, wenn ich da jetzt kompletten Kreis habe? Oh, 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 oh. Oh, ja, ist egal. Ich wollte ja sowieso sterben. Ich glaube aber nicht, dass das beabsichtigt ist, dass der immer wieder kommt und ich hier meine Fähigkeitspunkte vollkriege dadurch. Hoppala, da war ich unaufmerksam. So, dann würde ich aber sagen, für das Anzocken wartet jetzt mit Spyro the Dragon. Wir warten noch, bis wir zu Hause sind, dann machen wir den Abschluss. Dass wir uns dann noch ein bisschen umgucken können. Und wenn ihr wollt, können wir auch noch Spyro the Dragon 2 und 3 anzocken.
So, stellen wir uns am besten mal dahin, da sehen wir die Gegner. Nee, ich will am besten so, dass man Spyro sieht. So, das sieht doch schön aus. Also ich finde es echt klasse, dass man so alte Spiele auch wieder neu auflegt. Hier ist auch sind auch Trophäen mit drin. Die Grafik, seht ihr, die ist eindeutig besser als zu PlayStation 1 Zeiten. Da sieht ein Blinder mit einem Krückstock. Die Steuerung finde ich ein bisschen weich. Ich habe die gar nicht so weich in Erinnerung, dass ich immer nur kurz nach links mache und dann zack, dreht er sich schon einen halben Kreis. Aber man kommt zurecht. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh scheiß Steuerung oder irgendwo. Nee, man kommt gut zurecht. Also ein bisschen braucht man, um sich darin zu fummeln. Aber dann kommt man da echt gut zurecht. Grafik, Sound, toll. Die Kommentare. Ja, bei damals bei PlayStation, da war halt nicht so viel Platz auf den Spielen. Da haben sie das halt sehr knapp gehalten. Am Anfang, ihr habt euch gesehen, die, ja, so weit kamen dann auch immer so eine kleinen Zwischendinger, wenn man lange nichts gemacht hat. Ist ja teilweise heute noch so. Und die Einleitung war halt ziemlich knapp, ein bisschen was erklärt, bumm, warum wir das machen und dann, ja, wartet und dann mach mal. So war das aber früher. Da war nicht so großartig 3 Stunden Story-Trailer, weiß ich was, wie heutzutage, weil einfach der Platz nicht da war. Aber ich finde es echt klasse, also von mir auf jeden Fall fetten Doppeldaumen hoch. Es macht richtig Spaß. Ihr braucht auch, wenn ihr sowas euren Kindern spielt, braucht ihr keine Angst haben, es kommt keine Gewalt, ne, ein bisschen hier. Wenn wir die anspucken mit Feuer oder so, dass wir die dann platt kriegen. Aber sonst keine Gewalt und keine bösen Sprüche oder irgendetwas in der Art. Also auf jeden Fall Doppeldaumen hoch. Ich kann es echt nur empfehlen. So. Dann soll es jetzt hier auch so gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Abo dalassen, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Kostet ja nichts. Wie gesagt, ich werde das Video so, wie ich es jetzt hier habe, hochladen. Das wird auch kein... Ich guck mal auf dem Fernseher, ob es HDR hat. Nee, es hat kein HDR. Wäre ein bisschen zu viel, denke ich mal. So werde ich es hochladen. Ich werde kein Intro, kein Outro, gar nichts machen. Reines, ungeschnittenes Gameplay-Material werden ein paar Gigabyte werden. Aber so könnt ihr euch, denke ich mal, einen besseren Eindruck vom Spiel machen, wenn man das nicht irgendwie noch rendert oder schneidet oder irgendwas dergleichen. Ja, ich bin dann weg. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.